Hallihallo, ich schulde euch ja noch eine Erklärung, wie man seinen Hund hier mit in die Flugzeugkabine nimmt, ohne nennenswerte Zusatzkosten beim Flugpreis. Guck mal hier, da laufen so die Rehe. Ja, ist die Leine zu kurz. Und ich erkläre euch jetzt mal, wie das funktioniert aus der Sicht eines Reisenden aus den USA nach Europa, was man alles machen muss, was man dabei haben muss, damit das auch alles funktioniert. Also es sind im Wesentlichen drei Sachen oder drei große Themenkomplexe, die man beachten muss und wo man was tun muss, damit das alles funktioniert. Es gibt vom DOT, dem Department of Transportation, was hier in den USA die Regeln vorgibt, wenn es zu Luftfahrt, Schifffahrt und so weiter kommt. Da gibt es halt eine Richtlinie, dass sogenannte Emotional Support Animals mit an Bord genommen werden dürfen, die dann halt den Reisenden emotional unterstützen. Wenn du irgendwie Flugangst hast oder ansonsten mit Depressionen oder so zu kämpfen hast und dein Tier ist derjenige oder dasjenige, das dir hilft, dann ist es hier so geregelt, dass du den mit an Bord nehmen darfst. Das Ganze gilt auch für Flüge, die die USA verlassen und zum Beispiel nach Europa fliegen. Da ist allerdings die Einschränkung, dass da nur garantiert wird, dass Hunde mit an Bord genommen werden. Also hier in den USA kann man tatsächlich auch irgendwie einen Papagei als Emotional Support Animal haben oder ein Eichhörnchen oder, ja, was weiß ich, ein Mini-Pferd. Das funktioniert nicht, wenn es nach Europa geht. Da sollte man sich schon auf den Hund beschränken. Ist ja aber auch unser Thema heute. Alle Fluglinien, die hier in den USA landen und starten, die müssen sich im Prinzip den Regeln des Department of Transportation unterwerfen. Das heißt, dass wenn die Lufthansa in New York abfliegt und nach Frankfurt fliegt, dann müssen die auch Emotional Support Animals an Bord akzeptieren. Der Unterschied zu klassischen Tieren in der Kabine ist der, dass das klassische Tier in der Kabine, was im Prinzip bei jeder Fluggesellschaft funktioniert, Kohle auf den Tisch, Tier in einen Tray rein und dann mit reingenommen. Der Esan, der kostet halt nichts zusätzlich. Ich kann also meinen Emotional Support Hund mit in die Kabine nehmen, ohne dass die Airline nochmal zulangt und noch ein Flugticket für dieses Tier haben will. Des Weiteren muss das Tier nicht in einen Carrier rein. Der Hund kann also quasi vor mir liegen, auf meinen Füßen, darf aber nicht auf den Sitz drauf und er darf natürlich auch nicht im Flieger rumlaufen. Der muss die ganze Zeit angeleint sein und wenn die Fluggesellschaft es verlangt, dann hat der auch einen Maulkorb zu tragen. So, aber wie gesagt, kostet nichts. Da sind die Kollegen wieder. Mein Wuff ist ganz scharf drauf. Heute mal ein Reh zum Abendessen zu verspeisen. Da kann man das sehen. Ich kann da auch zoomen hier. Da zwei sogar. Guck mal. Diese Biester, die streuen hier das ganze Jahr rum und fressen einem die ganzen Blumen ab. Von mir aus könnte der Hund gerne eins verspeisen. Punkt 1. Die Fluggesellschaften, die in den USA starten und landen, die müssen also sich den Regeln des DOT unterwerfen und Emotional Support Animals mit an Bord nehmen. Jetzt kann natürlich nicht jeder daherkommen und sagen, hier mein Hund ist jetzt hier mein Emotional Support oder hier mein Papagei, der muss jetzt mit, weil der mich tröstet. Es braucht hier eine Verschreibung von einem Therapeuten oder einem anderen Arzt dieser Zunft, die halt eine Krankheit diagnostiziert hat und feststellt, dass der Patient, um zum Beispiel zu fliegen, einen Emotional Support Hund oder einen Emotional Support Animal braucht. Die Fluggesellschaft wird also von euch verlangen, dass ihr eine Verschreibung vorlegt, in der drinne steht, dass ihr euren Hund als Emotional Support Animal benötigt. Da muss drin stehen, zunächst mal natürlich der Name des Therapeuten, seine Lizenznummer und auch die Behörde, die die Lizenz ausgestellt hat. Das ist hier in den Staaten meistens halt der Bundesstaat. Dann muss vermerkt sein, dass halt eine Krankheit festgestellt wurde. Da muss nicht genau drin stehen, welche es ist, sondern nur, dass eine mentale Störung vorliegt und dass man einen Hund braucht, um zum Beispiel im Flugzeug zu reisen. Dieses Schreiben sollte nicht älter als ein Jahr sein. Ich blende euch da mal ein Beispielschreiben hier ein, wie das bei uns aussah.
entsprechende Stellen natürlich geschwärzt. Sichergestellt sein, dass der Patient auch wirklich ein Patient des ausstellenden Therapeuten ist. Klingt erstmal selbstverständlich, aber was das meint, ist, dass man nicht zum Beispiel mit dem Tier eine Strecke fliegt und merkt dann, oh Gott, dem Hund geht's aber schlecht unten in der Kabine. Ich gehe jetzt mal zu einem Therapeuten und lass mir den als Emotional Support Animal verschreiben. Das heißt, der Therapeut, der muss schon länger mit mir arbeiten und nach Möglichkeiten auch aus der Gegend kommen, in der ich wohne. Sonst ist das auch unglaubwürdig. Also die Sachen, die kosten, wie gesagt, erstmal nichts zusätzlich. Die Fluggesellschaft berechnet den Hund nicht, also kein Ticket für den Hund in der Kabine. Und die Verschreibung, gut, die Verschreibung, die ist dann halt im Rahmen einer Sprechstunde, wenn ihr bei eurem Therapeuten seid. Und die muss man natürlich auch bezahlen. Aber was man nicht machen muss, es gibt so viele Internetseiten, die wollen halt, dass man diesen Emotional Support Hund bei denen registriert. Dann schicken die einem ein Ausweisdokument zu und noch irgendwie so einen Anhänger fürs Halsband. Das ist alles Blödsinn, das braucht man alles nicht. Man braucht wirklich nur diesen Schrieb vom Therapeuten, der aktuell genug ist, mit den genannten Fakten drin. Und dann habt ihr im Prinzip euer Tier als Emotional Support Animal. Und alle Fluggesellschaften, die in den USA landen oder abfliegen, müssen den zunächst mal mitnehmen. Selbstverständlich kann jede Fluggesellschaft entscheiden, ob ein Hund zu groß, zu gefährlich, zu krank oder schon zu viele Hunde in der Kabine sind. Und dann kann der abgelehnt werden, dann kann man da auch nichts machen. Die Hoheit hat letztendlich der Kapitän, der den Flieger fliegt. Und da braucht man ihm auch nicht mit dem Gesetzesblatt des DOT wedeln. Dann lässt er euch im Zweifelsfall nämlich einfach stehen. Fertig, aus. So, was jetzt ein bisschen ins Geld geht, Punkt Nummer 3. Ihr müsst nachweisen, dass euer Hund gesund ist. Das müsst ihr nicht machen, wenn ihr nur innerhalb von den USA fliegt. Also von New York nach Miami oder was weiß ich, San Francisco nach Denver. Dann nehmt ihr den einfach mit rein und fertig ist die Laube. Aber sobald ihr Landesgrenzen überschreitet, braucht ihr ein Gesundheitszeugnis. Und jetzt kackt er erstmal. Na gut, Pause. Jetzt habe ich wenigstens was Warmes in den Händen. Also, wo sind wir stehen geblieben? Ihr braucht ein Gesundheitszeugnis, wenn es nach Europa geht. Und da ist jetzt die Krux. Hier in den USA darf nicht jeder, oder hier in New York, ich habe keine Ahnung, wie es überall in den USA so läuft, ich kann nur sagen, hier in New York. Also, nicht jeder Tierarzt darf dir solch ein internationales Gesundheitszeugnis ausstellen. Da gibt es also nur ganz wenige Akkreditierte. Das heißt, da musst du erstmal einen finden, mit deinem Wuff dahin fahren, der guckt sich den an, stellt das Gesundheitszeugnis aus und dann muss man das zum Beglaubigen ans Gesundheitsministerium des Staates schicken. Also, das geht hier in New York nach Albany, da guckt dann ein Gesundheitsministeriumsbeamter drauf, macht da sein Siegel hin und der schickt es wieder zu mir zurück. Und mit dem Dokument kann ich dann in Deutschland beim Zoll mit dem Hund vorbei, ohne Probleme zu haben. Und natürlich auch wieder zurück in die USA rein. Und eben dieser akkreditierte Tierarzt, der sich euer Wuffi anschaut, der kostet halt auch nochmal. Also da, wo wir jetzt waren, da haben wir $160 bezahlt, für 5 Minuten auf den Hund zu gucken und den ganzen Papierkram auszufüllen. Und da dieses Gesundheitszeugnis zum Einreise in die EU nicht älter als 10 Tage sein darf, muss das natürlich alles recht knapp vor Abflug stattfinden. Und auch hier vertraut man nicht der normalen Post, dass der Brief innerhalb von 1 oder 2 Tagen hin und dann nochmal 2 Tage wieder zurückkommt. Daher investiert man besser auch in einen UPS Express Service über Nacht. Das heißt, das sind auch nochmal $60 hin und $60 her. Nur um diesen Gesundheitsschrieb einmal nach Albany zu schicken, Stempel drauf und wieder zurück. So, das bringt euch also dann doch am Ende zu um die $300 mehr Kosten, um euren Hund mit in den Flieger zu nehmen. Aber das war's dann auch. Wie gesagt, kein Flugticket, das geht alles so. Dank der Regulatorien des Department of Transportation. Ich fasse zusammen. Erstens, ihr braucht einen Hund. Dann müsst ihr den von eurem Therapeuten als Emotional Support Animal euch den verschreiben lassen. Diese Verschreibung darf nicht älter als ein Jahr sein. Wenn es nach Europa geht oder wenn es aus den USA rausgeht in ein anderes Land, macht euch mit den Einreisebestimmungen für Tiere
vertraut. In Europa ist es halt so, dein Impfzeugnis für das Tier darf halt nicht älter als 10 Tage sein. Ja, so, und ganz wichtig ist es auch am Tag der Reise. Habt alle Unterlagen natürlich dabei, dieses Gesundheitszeugnis, die Verschreibung und am besten auch direkt alles nochmal in Kopie, weil zum Teil die Fluggesellschaften halt eine Kopie davon haben wollen, um sich in die Akten zu legen. Und damit das dann beim Einchecken alles schön zackig geht, freuen die sich auch, wenn man dann schon alle Unterlagen nochmal in Kopie dabei hat, um denen dann auch zu überreichen. Und nehmt Zeit mit. Das heißt, für internationale Flüge müsst ihr ja 2 bis 3 Stunden früher da sein. Mit dem Hund seid lieber 4 Stunden früher da. Weil das ist wohl trotzdem keine alltägliche Situation für die Eincheck-Mitarbeiter. Das heißt, es kommt halt vor, dass die rückfragen müssen, warum und wie und weshalb und telefonieren. Und bis dann alles irgendwie in Sack und Tüten ist, ist die Zeit dann auch ran, dass man zum Flieger muss. Daher Zeit mitnehmen, wenn man losfliegt. So, diese ganze Geschichte ist halt, wie gesagt, wenn man aus den USA nach Europa fliegt. Das ist das Einzige, wo ich was zu sagen kann, weil wir das schon 2-mal jetzt gemacht haben. Ich verlinke euch mal noch ein interessantes Video von einem anderen Kanal, wo eine junge Dame aus Hamburg mit ihrem Hund als Emotional Support Animal nach Miami fliegt. Die hat auch noch jede Menge zu erzählen. Schaut euch das mal an. Es scheint also auch in die andere Richtung zu funktionieren. Also von Deutschland nach Amerika, wenn ihr mit Hund reist und ihn bei euch in der Kabine haben wollt. Wenn ihr Fragen habt, fragt in die Kommentare oder schreibt eine E-Mail und I'm more than happy to help you weiter, falls ihr mit einem Hund aus den USA nach Deutschland fliegen wollt.